Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2. Das letzte Mal haben wir mit Ach und Krach Colrus besiegt. War wieder etwas zu knapp für meinen Geschmack, aber wir haben es ja geschafft. Wir sind offenbar zu stark für ihn. Gut. Was? Was auch immer, ja. Ich habe nie aufgepasst, was er gesagt hat. Gerade sowieso egal, was der redet. Ich verstehe nämlich mal wieder kein Wort. Und falls ich versuchen würde, das jetzt wirklich alles vernünftig zu übersetzen, dass ich es auch alles verstanden habe, dann dauert mir das jetzt zu lange. Good luck in your battle. Gegen wen müssen wir jetzt noch kämpfen? Moment mal. Falsch. Da wollte ich hin. Hä? Achso. Ah, okay. Es scheint, dass wir jetzt irgendwie gegen Kyurem kämpfen müssen. Zumindest vermute ich das mal. Irgendwie sowas hat er, glaube ich, gerade gesagt. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir Kyurem fangen müssen oder nicht. Demnach renne ich erstmal wieder los zum Heilen. Ja? Ich laufe erstaunlich oft zum Heilen, aber was soll ich denn tun? Ich habe ja sonst keine Möglichkeit. Ich dachte, wir müssten Kyurem hier gar nicht fangen. Mist. Das kommt jetzt schon etwas überraschend. Moment, wie war das jetzt mit dem Rückweg? Ich habe da irgendwie was verpasst. Ah, da oben. Ich sehe es gerade. Gut. Ich renne auch jedes Mal wieder einfach auf den Teleporter. Ich krieg das noch auf die Kette irgendwann. So. Müssen wir jetzt irgendwie hier Kyurem befreien? Das habe ich jetzt gerade so aufgefasst. Ah, okay, jetzt dürfen wir hier durch. Einen Moment mal bitte. So, wo war ich gerade? Ist auch egal. Ja. Ah. Ah, da ist er ja. Der Big Boss von Team Plasma. Hab ihn ja schon irgendwie erwartet. Was willst du mit deinem hässlichen Stab? Naja. Das ist übrigens der gleiche Typ, ja, den wir in... Also, den man in Schwarz-Weiß 1 schon besiegen musste. Interessant, dass sich Team Plasma gleich zweimal auf ihn verlässt, wo er doch schon beim ersten Mal verkackt hat. Okay, jetzt habe ich doch mal eine Frage. Ich habe nämlich irgendwo wahrscheinlich wenig aufgepasst. Warum zur Hölle will der eigentlich die ganze Einhellregion einfrieren? Das habe ich noch nicht kapiert. Das muss mir nochmal irgendwie jemand erklären. Achso, damit sie dich anbeten. Okay, das... Nein, es ergibt keinen Sinn. Und du willst halt Kyurem in Kombination mit Reshiram oder Sekrom, in unserem Fall müsste es ja Sekrom sein, dazu nutzen, die Welt zu regieren. Und du schon wieder. Lord Getzes? Wett? Was? Lord Getzes? Wieso Getzes? Hä? Im Deutschen heißt er Getzes. Wie er selbst so gesagt hat, wie die Tonfolge. G und Cis. Getzes. Aber wieso Getzes im Englischen? Oder wohl eher dann halt die Frage, warum haben die im Deutschen so komisch genannt? Im Englischen müsste das sein. Jetzt muss ich kurz überlegen. Getzes wäre... So... Was war's nochmal? Ich hab grad vergessen. Ich hab's grad vergessen. Cis weiß ich es gerade nicht mehr. Naja. Ah!
Das ist das Pokémon, was von Hughes kleiner Schwester gestohlen wurde. Er hat es vor 5 Jahren gestohlen, okay. Ja, das hat sich natürlich entwickelt in 5 Jahren. Und du willst uns natürlich aufhalten, okay. Das kann nicht sein, wie habe ich denn das jetzt... Ah ja, klar. Sododies wäre Gizis im Englischen. Jetzt weiß ich es wieder. Na, wieso Gizis? Also wieso haben sie deinen deutschen Gizis genannt? Und wieso musst du unbedingt... wieso musst du unbedingt diese verdammten Luftballon wieder tragen? Oh, bei der Kampfattacke müsste hier sowieso etwas effizienter sein. Auf jeden Fall hat sie gereicht. Und das riecht auch nach einem Level-Up. Na gut. Ist auch schwierig, kein Level-Up zu kriegen. Das war nämlich erstaunlich wenig, was da noch fehlte. Absol hat auch eine Kampfschwäche. Finde ich... Okay. Ich habe gerade aufs Level geguckt und erst 85 gelesen. Hab mir gedacht, was? Ja gut, es sind nur 65. Nur in Anführungsstrichen. Reicht das? Hey, es reicht. Das ist schön. Ja, ich war jetzt aber gerade überrascht, dass Absol tatsächlich schneller war, denn Absol ist... Hätte ich ja selbst niemand gedacht, aber Absol an sich ist relativ langsam. Also, ich hätte es eigentlich für schneller gehalten. Ich weiß ja gar nicht, eine Base Init von... ich glaube, es sind nur 80, aber ich weiß jetzt noch nicht genau. Kann mich da gut vertun. Und X-Bad, ja, gut. Dass X-Bad schneller ist, hätte ich erwarten müssen, denn X-Bad ist schnell. Klingt logisch, ist es auch. X-Bad zählt ja sogar zu den... zu den schnellsten, kann man jetzt so nicht sagen, weil... das schnellste ist und bleibt Ninjask, aber trotzdem. X-Bad ist ja schon sehr, sehr schnell. Ich weiß gerade nicht, ist es sogar schneller als Elektroball? Der Typ heißt Shadow? Habe ich das gerade richtig gesehen? Der Typ heißt Shadow? Komischer Name. Komischer Name für einen Bösewicht. Warum mit dieser Stimme? Ich weiß es doch auch nicht. Oh, Patronenhieb. Der gute alte Patronenhieb. Für Xerox immer wieder schön gesehen. Jupp, das war gut. Was hast du noch zu bieten, ha? Endeavor? Was ist das? Ah, Notsituation. Nee. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich habe schon wieder Froschmals, das gibt's doch nicht. Und Crobat kommt zurück. Oh mein Gott, Crow tötet ihn! Naja. Oh, Hypnose. Aber es hat wieder nicht getroffen. Ich bin positiv überrascht. Komm, das ist doch garantiert nur noch ein KP. Don Giro, hättest du den nicht auch noch mitnehmen können? Denn jetzt kommt doch garantiert der natürlich. Das muss doch nicht sein. Ich mag Hypnose nicht. Und wieder U-Turn. Wieso Kehrtwende? Wieso kehrtwendest du dich die ganze Zeit? Das bringt auch nichts. Lass mich raten. Hypnose. Oh! War das am Anfang dieses... Ne, müsste... Irgendwann im letzten Part habe ich mich, glaube ich, ziemlich über Hypnose aufgeregt, weil die ja beim Gegner immer trifft. Ich bin gerade überrascht, denn der Gegner trifft erstaunlich selten momentan. Naja, ich will mich nicht beschweren. Trotzdem mag ich... Wo kommt ihr beide plötzlich her? Ach, komm. Fangen wir mit dir an, weil du gerade so blöd da stehst.
Nein. Och nee. Oh. Aber ich sehe da jetzt schon die Schwäche, die ihr habt. Genau. Ihr habt nämlich eine ganz schöne Gesteinsschwäche an sich. Und mal Guillotine ist das nicht ein... Ach, das gibt's doch nicht. Er überrascht mich aber ein bisschen, dass er getroffen hat, weil... Er hat auch eine ziemliche Feuerschwäche. Achso, jetzt ist schon im Kampf. Dann nehmen wir Eireifers. Überrascht mich gerade, dass er getroffen hat, denn... Guillotine dürfte ja auch nur eine 30-prozentige Trefferchance haben. Und trifft, glaube ich, zu 0%, wenn... Nun, hast du das jetzt ernsthaft? Egal. Hat, glaube ich, eine 0% Chance, wenn das Gegnerlevel höher ist als der eigene. Was natürlich an dieser Stelle jetzt ziemlich uncool für uns ist, weil wir auf jeden Fall niedriger... Wir sind immer, immer niedriger als der Gegner vom Level her. Und da können wir auch nicht wirklich was gegen tun. Und du hast Nachschub. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde ja sagen, ich versuche es mit der Psychokinese, aber ich ahne ja schon, was dann passiert. Versuchen wir es mit einer Drachenklaue. Die trifft alles davon relativ gut. Ich kann mich übrigens auch nicht erinnern. Also an diese Stelle hier kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich kann mir zwar vorstellen, dass man die alle drei noch irgendwie besiegen musste oder so. Aber es überrascht mich jetzt doch ein wenig, dass das... dass hier nochmal ein Reihumkampf kommt. Und natürlich... Oh, jetzt hör auf mit Doppelteam. So, krieg schon wieder so einen Hals. Wenn ich Doppelteam nur sehe, habe ich schlechte Laune. Ah, scheiße, das war der falsche. Okay. Glück gehabt. Ich habe mich eigentlich verklickt, aber eine Psychokinese auf so einen Gengar ist... Fick dich. Entschuldigung, aber... Psychokinese auf dem Gengar ist doch schön. Das gibt's doch nicht. Darum hasse ich Reihumkämpfe. Ich komme damit einfach nicht klar. Danke. Ich kann wirklich überhaupt nicht mit Reihumkämpfen. Nee, lass mich nur Pumpe. Was mache ich jetzt? Also B-Sharp könnte man am besten jetzt mit dem Erdbeben angreifen. Gengar könnte man am besten mit... mit Knirscher eigentlich angreifen. Ja, doch. Das Dumme ist, dass ich nicht so wirklich weiß, was ich jetzt tun soll. Bei Erdbeben, da muss man davon ausgehen, dass er auf Gengar wechselt. Bei Sanctuklinge genauso. Deshalb mache ich jetzt einfach einen Knirscher und hoffe, dass er auf Gengar wechselt. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich. Ich hasse sowas. Und das ist das Problem an Reihumkämpfen. Du kannst einfach nicht sagen, was... Oh Mist, ich habe mich verklickt. Und natürlich hast du Traumfresser. Was auch sonst. Lass mich raten, ich wache jetzt auch sofort wieder auf, um Erdbeben einzusetzen. Na, gut. Hätte mich nicht, ganz ehrlich, es hätte mich kein bisschen überrascht. Eireifers wacht auf, setzt Erdbeben ein, hat keine Wirkung, weil Gengar schwebert. Und dann in der nächsten Runde kommt direkt wieder die Hypnose, die trifft. Das wäre so das, was ich jetzt erwartet hätte, weil das passiert mir immer. Mach einfach Surfer. Natürlich ein Tiefschlag. Gut, das war nicht zu erwarten. Aber wir leben sogar noch. Jetzt habe ich sogar einen Plan. Ach, du hast sogar einen Luftballon gehabt? Gut. Ja, das war nämlich zu erwarten, dass das passiert. Und Focus Blast. Oh. Ich hätte jetzt eher mit einer weiteren Hypnose gerechnet. Glück gehabt. Aber das hilft uns auch nicht wirklich, denn jetzt kommt... Ey, wieso? Wieso steht der wieder auf Erdbeben? Ey, Glück, dass der immer wieder auswechselt. Oh, ich sollte die Maus nehmen, um die Attacken auszuwählen. Mache ich jetzt auch. So. Das kommt sowieso. Na gut.
gut. Schon gedacht, dass Aerialfoss das nicht mehr schaffen wird. War halt nicht zu erwarten. Eigentlich ist mir das jetzt egal. Ich lasse das jetzt zu, dass er das so macht, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich darf durch das gesamte Team wieder heilen. Toll! Also auch mal keine Scheißlaune kriegen. Oh, und du hast... Okay, wir haben verloren. Super! Ah, nee, wir haben ja Robustheit. Stimmt. Glück gehabt, ja? Glück gehabt. Ey, mit einem KP haben wir diesen Kampf überlebt. Ist mir scheißegal, was du von willst. Ey, Hugh, heil mich. Scheiße. Ich soll ja meine eigenen Heil-Items dafür verschwenden. Oh. Wenn ich schon mal gerade welche habe. So. Oh, suchen wir uns erstmal die Heiler. Ich könnte jetzt auch zurückrennen und wieder den Arzt aufsuchen, aber da habe ich keine Lust zu. Ich habe sowieso gerade ein bisschen schlechte Laune. Wie man vielleicht leicht merkt, dass... Scheiße. Aber so wie die Kämpfe hier manchmal laufen, ist es so echt... kriegt man halt schlechte Laune. Ich hasse Reihumkämpfe. Ich will keine Reihumkämpfe mehr sehen. Als sie das erste Mal kam, dachte ich eigentlich so, also als ich zum ersten Mal einen Reihumkampf gesehen habe, dachte ich mir eigentlich, ach ja, ist so ganz nett, aber die nerven einfach, weil der Gegner dann immer einfach mal dreht. Das ist ja der Sinn hinter diesen Kämpfen, aber das nervt einfach nur. Weil das ist reines Glücksspiel. Normalerweise kann man ja so ein bisschen erahnen, vielleicht was der Gegner macht, das geht dabei nicht mehr. Ich habe mir vorhin, dass der Kerl jetzt einen Dreierkampf macht, deshalb, ja, komm, die drei packen das schon. Komm, Dreierkampf, habe ich recht? Ich kann es gerade schlecht erkennen. Ja, es ist ein Dreierkampf. Naja. Lieber Dreierkampf als Reihumkampf. So. Ich mache mal einen Surfer. Luise sollte das überleben. Dann muss ich das Banett loswerden und der sollte das auf keinen Fall überleben. Das Banett muss ich loswerden, weil, naja, Banett würde Blaze doch ziemlich viel Schaden machen. Das möchte ich verhindern. B-Sharp sollte nicht drauf gehen. Und ja. Mikau ist natürlich zu langsam, damit hätte ich auch rechnen können. Genau das meinte ich. Wow. Unser Team ist trotzdem einfach... Die sind einfach viel zu langsam. Es ist meistens schon ein ziemlicher Vorteil, wenn man schneller ist als der Gegner. Und diesen Vorteil haben wir nicht. Dann Gero... Nehmen wir mal Aerialfoss. Okay, Mikau, mit dir kann ich gerade nicht viel anfangen. Deswegen heilst du mal Blaze. Du. Drachenklaue und du Fusion Flare. Das sollte eigentlich hinhauen. Das war irgendwie so ein bisschen zu erwarten, dass sowas jetzt kommt. Ich bin einfach ein Fan von Einzelkämpfen. Ich sind Kämpfe, wo mehr als ein Pokémon auf dem Feld steht. So, es ist bisher zwei, eins auf jeder Seite. Ist dann halt, naja, ist nicht so meins.
Doppelkämpfe kommt man ja noch relativ leicht mit klar, aber... Und Multikämpfe im Grunde ja auch. Es ist nicht so schwer. Man muss mal gucken, wer wird wahrscheinlich wen angreifen oder so. Aber die Reihumkämpfe sind dann echt schlimm. Die Multikämpfe hier finde ich nur mal praktisch, weil die sehr viel Möglichkeit zum Trainieren bieten. Also, wenn man halt drei Gegner hat, da kriegt man schnell mal eine ganze Menge Erfahrungspunkte für. Gut. Ja, das ist schön. Und wenn ich diese Probleme sehe, die ich jetzt gerade zum Beispiel schon hatte, gerade mit dem Typ da rechts. Ja, verschwinde, lass mich in Ruhe. Ja, ich habe ja vor, sie aufzuhalten. Ich habe keine Lust mehr. Ganz ehrlich, wenn ich noch einen so einen Reihumkampf sehen muss, dann habe ich keinen Bock mehr. Ich hoffe... Oh. Das wäre ja noch das wäre ja noch das Allerschlimmste, wenn jetzt irgendwie die Top 4... Ja, wir machen jetzt Reihumkämpfe. Tschüss. Ich gehe wieder nach Hause. Scheiß auf die Reise, die ich mal angefangen habe. Egal, am Ende dieser Treppe wird irgendwas sein. Ich weiß selbst nicht was. Wir werden es rausfinden. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.